Bei mir läuft gerade Rockmusik und ich bin im Auto und tanze mit Wasch. Und weg! Oh ja, okay. Raus, Junge! Ja, ja, ich bin ja weg. Hey, was war das denn? Ey, drei. Warte, warte, ich will ja wenigstens rein. Okay. Lol, die Klappe ist aufgegangen. Alles klar, leg einfach los. 3, 2, 1. Junge, Junge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online zusammen mit Kevlo. Hallo, seid herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wir haben heute wieder eine richtig geile Challenge vorbereitet. Und zwar ist das die Daniel Düsentrieb Challenge. Und zwar ist das ganze eine Challenge, die wir jetzt sozusagen wieder erleben. Das ist Flugzeugbotscher. Die hatten wir schon mal. Und zwar haben wir uns überlegt, ja, letzte Folge, ich hatte ja ganze Zeit Probleme, abstürzen kann ich gut, fliegen kann ich aber nicht. Und deswegen machen wir jetzt eine Absturz-Challenge. Wir haben da, wo Dena jetzt steht, da ist so ein kleines Häuschen. Ja, ja, ich fahr zu dem hin. Ich habe übrigens ein schönes, neues, cooles Auto mir gekauft und habe das in den genau, da links, habt ihr das gesehen? Ich hoffe, man hat es gesehen, gerade eben ganz kurz. Da links hat, ich fahre noch kurz hin. Auf jeden Fall hat das auch einen leuchtenden Punkt. Und wir haben jetzt folgende Aufgabe, also ich kann nochmal bremsen, das ist da. Also wie nicht dieses. Wie viele Versuche hat jeder überhaupt? Eigentlich so lange, bis der Timer zuschlägt und dann. Lol. Boah. So viele Versuche, bis der Timer zuschlägt und dann halt sozusagen, dass beide gleich viele Versuche hatten. Aber ich glaube, wenn wir das Häuschen nehmen, dann würden einfach ganz viele Wracks direkt da drauf liegen, da dran liegen bleiben. Und glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Bis wohin muss man sie denn abschießen? Bis wohin muss man sie fallen lassen? Ja, wer näher an dieser Hütte dran ist. Und ist es scheißegal, wie nah man ranfliegt, oder wie? Ja, das Ding ist, das Flugzeug muss explodieren und du musst überleben. Das heißt, wenn du ganz normal so landest und richtig langsam im Flugzeug ranfährst, explodiert es nicht und es zählt nicht. Okay. Das heißt, es muss ein Absturz sein. Aber wollen wir nicht vielleicht das hier daneben nehmen, dass sie das hier einfach genau das hier, siehst du hier, wo mein Auto steht, dass sie das hier als Ziel nehmen? Ja, du meinst das hier, wo der Turm ist? Ne, hier, schau mal hier. Tut. Warte, ich muss landen, glaube ich. Das hier, nehmen wir das hier als Ziel. So, und dann müssen wir auch loslegen, dass wir nicht in der ganzen Zeit nur reden und so. So wird das nix. Zeig mir, was hier du gefunden hast. Das hier. What the fuck, Daniel, ich sag doch, ich kann nur im Bruch landen. So. Genau hier, in der Mitte von diesem Runway, zwischen diesen beiden diese Strichen. Linie? Ja, zwischen diesen beiden Strichen, genau, das ist die Linie. Alles klar, wer näher an der gelben Linie ist. Das heißt, wir müssen abstürzen, bam, und wir dürfen nicht so. Aber welcher gelben Linie meinst du jetzt? Ich meine jetzt die Mitte davon. Ja, ja, die mittige Linie, da wo ich jetzt. Na, aber nicht die ganze Linie, weil dann kann ja jeder da sein und da sein. Ich meine genau diesen Punkt. Es gibt einen Punkt, okay, als Ziel. Das ist der Punkt, wo mein Auto jetzt steht. Die Mittellinie, die gelbe Mittellinie. Ja, aber nur an diesem Punkt und nicht da hinten hin. Was sagst du? Ja, das ist doch klar, aber ich kann mich doch nicht so drehen wie du. Und man darf nur in die Richtung landen, so wie ich jetzt fliege, als ob man so oder so. Aber halt nicht auf länglicher Seite. Dann sagen wir einfach, wer näher an der Linie ist mit seinem Wrack. Also jetzt doch Linie und nicht Punkt. Ja, natürlich Linie. Ja, gerade eben sag ich was anderes und du sagst. Ja, einen Punkt gibt's da nicht, Dena. Da gibt's keinen Punkt. Da gibt's 10 blaue Punkte. Wie willst du dich denn oben orientieren, Mensch? Ja, wie gesagt, zwischen diesen beiden Linien gibt's den Punkt. Dena, ich nehme die Linie. Wirklich. Okay, Linie, glaub, und dafür darf man nur so ranfliegen. Nur von einer Seite ranfliegen. Nur von dieser Seite oder von der anderen halt nicht so, dass man längs fliegt. Weil sonst ist es halt einfach. So, dann mache ich gleich einfach mal schon mal den Anfang, wenn der Dena mich nicht gegen das Haus drückt. Danke. Oh, mein Auto brennt! Der Dena! Was hat er nicht damit zu tun hier? Wenn er mich nicht gegen das Haus drückt, sage ich sogar. Ich habe nichts, du bist alleine dagegen gefahren. Ja, ja, ja. Und auf jeden Fall haben wir jetzt einen Timer, den können wir stellen. Und zwar soll das ein Timer sein, so von 9 Minuten oder so. In diesem Timer werden wir versuchen, so häufig wie möglich das Ganze zu vollführen. Und es ist wichtig, dass der andere halt immer zuguckt und despawnt und man sieht es nicht. Wenn der eine nach 9 Minuten beispielsweise einen Sprung mehr oder einen Abschnitt mehr hatte als der andere, gibt es natürlich einen Comeback-Sprung. Okay. Es sei denn, der andere führt sowieso schon, dann ist es egal. Okay, doki. So, Dena, du kannst hier ein Flugzeug holen, ich beobachte. Alles klar, bist du schon direkt an der Stelle? Ich, ja, ich sag mal ja. Ja, also kann ich schon abschätzen? Ich sehe es gerade noch nicht genau. So, jetzt bin ich da, doch. Kannst abstürzen, ich sehe es. Aber wo ist der Punkt? Ja, deswegen. Die Linie, das ist leichter. Zwischen ach, da, okay. Das ist deswegen Punkt wäre unmöglich, glaube ich, zu finden. Wie willst du dich da so leicht orientieren? Da, naja, wo das Pegasus-Ding ist, genau gegenüber vom Pegasus. Das hier ist der Punkt. Hier die Linie, meine ich, ne? Ja, ja. Genau. Okay, dann nehmen wir. Ja, und jetzt go!
Dein Flugzeug muss explodieren und du musst überleben, sonst zählt's nicht. Das sind die beiden Bedingungen. Krasser Tobak. Und da kommt er. Sturzpilot Dena. Was macht der da? Liebe du! Oh, fuck it. Meilenweit weg und auch noch gestorben. Also wirklich meilenweit weg. Kacke, Alter. Mann. Jeder fünf Versuche, okay? Ja, okay, wir können auch fünf sagen. Ist egal, ob wir Zeit oder so machen. Aber, oh mein Gott. Lena, das war noch nicht mal im Ansatz gut. Kacke, Alter. Mann. Aber ich habe deine Idee erkannt. Du wolltest so von wegen waagerecht nach oben und das Flugzeug auch waagerecht nach unten fallen lassen. Ja, ja. Ich mach, glaube ich, eher so den Schlittermeister. Das kann man so schwer einschätzen beim Schlittern, wie weit das Ding schlittert. Oh, shit! Ey, noch nicht machen, ne? Nee, Sturzflüge sind einfach meine Spezialität. Ich ramme alles hin und her. Du kannst schon anfliegen, ne? Ja, ja, on my way. Oh, geh hoch. Gut, sehr gut. Alles klar. Ich fliege auch etwas von extra aus weiter ab, denn ich glaube, es reicht, wenn das Flugzeug, am besten eigentlich Flugzeug ohne Reifen, ne? Also wenn man die auch einziehen könnte, aber man nimmt das, was man kriegen kann, das ist auch Bestandteil der Challenge. Bist du da? Ich bin bereit, du kannst landen. Naja, von der Landung sprechen wir hier nicht, mein Freund. Okay. Ich muss erstmal orientieren, wo ist das Pegasus-Ding? Da! Okay. Und? Nee, das wird noch nichts. Wir wollen erstmal hier die richtige Linie reinbringen. Und jetzt weiß ich Bescheid, nämlich da ist dieser Turm, ist die Orientierung. Das ist sozusagen das Häuschen davor. Gib mir... Oh. Bei mir läuft gerade der Rockmusik und ich bin im Auto und tanz mit, was? Und weg! Oh ja, okay. Raus, Junge! Ja, ja, ich bin ja weg. Hey, was war das denn? Ey, der ist wenigstens. Wie nah ist der Gelandbar gewesen? War der zwischen den beiden Häuschen? Voll weit weg. Zwischen den beiden Häuschen? Ja, da wo ich stehe ist das. Ich weiß ja nicht, wo du stehst. Also, deiner ist voll weit weg. Der ist eine. Ist der zwischen den beiden Häuschen gewesen? Der ist eine, sozusagen, eine Linie weiter. So, das heißt noch nicht mal zwischen den beiden Häusern. Nee. Voll weit weg. Das ist schwer einschätzbar. What the fuck? Du bist explodiert da, wo die Linie war. Und dann ist er halt voll weit weggeflogen. Ach so. Ah, okay, das habe ich nicht mit einberechnet. Ich dachte sozusagen, hab den so stumpf da. Nee, der ist trotzdem nochmal so hochgeflogen. So. Ah, okay, ja, das war bitter. Wahrscheinlich, weil er Reifen hatte oder so. Ist halt, dann schlittert er natürlich weiter. Okay. Ich bin wieder da. Du kannst dich bereit machen, aber da waren wir beide gleich schlecht. Ja. Noch ist kein Favorit. Ich bin sogar gestorben. Du bist ja nicht gestorben. Doch, du bist auch gestorben. Siehst du doch, Wieso bist du denn gestorben? Keine Ahnung, ich war offenbar zu tief, sodass der Fallschirm nicht mehr gezündbar war. Ich bin einige Zeit in Luft geflogen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. So, wir stehen hier wieder mittig. Ja. Wir stehen hier wieder schön mittig. So, Lena hat hier die Aufgabe und jetzt bin ich gespannt. Pegasus. Jetzt wird das was, das sage ich dir. Okay, ich habe eine Idee. Und zwar? Das verrate ich dir nicht. Das verrate ich dir gleich. Okay. Die Leute bei mir sehen das schon, Freunde. Nichts verraten. Psst. Ey, mach nichts gegen mich. Nö. So, wo bist du? Links oder rechts? Da. Bruchpilot Dena kommt. Vielleicht kann man ja so Ego-Perspektive machen. Da kann man nicht so geil hochgucken. So, da müsste der jetzt kommen, der Dena. Und? Das ist sau schwer. Komm schon, du packst das, ich glaub an dich. Du glaubst gar nicht, Alter. Junge, was glaubst du, was du nicht glaubst? Sturzfluch? Ja. Er macht diese Taktik. Oh, es geht runter. Runter. Alter. Ist nicht wahr, Alter. Ich bin schon wieder gestorben. Geile Taktik, muss ich sagen. Dieses Ding ist ohne Schlittern einfach so frontal auf der Nase liegen geblieben. Es liegt sogar immer noch. Oh Mann, wäre das nah dran gewesen? Alter, das ist ja fantastisch, wie du das gemacht hast. Das hätte nur an der richtigen Stelle sein müssen, ohne Witz. Und hätte nicht sterben dürfen, ey. Ja, Alter. So, und meine Sache ist nämlich, ich bestelle jetzt bei Pegasus einfach einen Titan. Was? Und werde es mit dem Titan versuchen. Genau das, was du gemacht hast. Werde ich mit dem Titan versuchen. Das ist schön. Über der Stelle, ich warte, bis du da bist, dann werde ich da schön drüber gehen, sodass du einfach so frontal. Kannst schon machen, also ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, ich brauche dich aber sowieso als Punkt sozusagen, weil so von, wenn man so. Ich meine, du kannst schon mal ein Flugzeug starten. Ja, ich bin schon on my way, der Titan bin schon drin. Alter, wie gut mein Flugzeug gelandet ist. Ja, ich sag dir das liegt da immer noch.
Wirklich so. Ah, das ist echt gut. Und jetzt geht's ab. So, zieht die Füße ein. Das Blöde ist, man muss ja noch überleben. Das ist ja die Schwierigkeit sozusagen, ne? Ja, ja. Das ist ja die Schwierigkeit, noch zu überleben. Deswegen die Revival sozusagen. Das ist dein dritter Flug, ne? Das ist mein zweiter. Was? Okay. Ich mach's! Mach doch. Ich weiß gar nicht, wo bist du? Oh, ich bin ja schon richtig nah dran. Zwischen den beiden Häuschen muss er einmal machen. Und? Ah, der Titan, der stinkt! Hä, ich seh dich gar nicht. Oh mein Gott, das wird nichts. Selbst ich kann meinen Titan... LOL! Der packt mich! Der Titan packt mich! Oh Gott, was machst du da? Oh! Aber der fällt! Hä? Der fällt richtig, guck dir das an! Ach, du bist schon runtergegangen! Oh, da kommt er! Gut. Und? Nein! Also, ja, die Taktik war nicht schlecht und du bist... Aber der ist mehr als dein Flugzeug. Ja, ja, ich habe ja noch kein einziges Mal überhaupt überlebt. Ja, aber doch, ach so, ja, okay, der ist bisher der Nächste. Der war zwar nicht ganz... LOL. Der war zwar nicht ganz... LOL! Was? Ich fliege unendlich! Was für ein Bug, Dener! Du fliegst immer noch? Weil ich auf dem Rotor, ich fliege waagerecht! LOL! Hat das gesehen, Freunde? Ich lande schon wieder, ne? Ja, warte, ich bin noch gerade im Flug... LOL! Er liegt hier die ganze Zeit, meiner. Kann nicht aufstehen. LOL. Ja, okay, ich sehe dich. Okay. Ich weiß nicht, ob meiner gut war. Wo ist meiner überhaupt? Hä, wo ist meiner? Ach da. Meiner... Oh, oh, meiner kommt gut, meiner kommt sehr gut. Und? Oh, wow! Ah, aber schlittert noch. Schade. Aber ich glaube, der ist ein bisschen näher als deiner, oder? Er ist hinter dem Haus, ne? Ja. Check du das mal bitte. Also, wir haben ja das, diese Straße ist ja genau zwischen den beiden Häusern, ne? Ja, nicht genau, glaube ich. Und deiner ist ja nicht ganz genau. Magst du das mal abmessen, wie in der Zeit, wo ich den Titan hole? Ja, es zählt das größte, das nächste Teil vom größten Rumpf, ne? Das zählt. Und das hier ungefähr... Das größte Teil vom nächsten Rumpf? Was für ein Ding? Ja, also vom Hauptrumpf. Ich meine, es zählt nicht irgend so ein kleines Splitterteil, sondern vom... Achso, genau. Es muss schon erkennbar sein, dass es ein Flugzeugteil ist. Ja, und nicht nur erkennbar, sondern auch zum Beispiel zählen es nicht irgendwie so... Die Dings zählen nicht so wirklich, die... so ein Reifen oder so, weil die werden ja, richtig nah, sondern so die vom Hauptding, vom Hauptrumpf. Und Dena? Ja, meiner war ungefähr da, wo die Kurve zu Ende geht. Ich guck mir das nochmal kurz von hier an. Meiner war da, wo die Kurve zu Ende geht. Also meiner ist voll nah. Das heißt ungefähr hier. Dena war da vorne, wir haben hier 1, 2, 1, 2. Nee, du warst viel weiter weg. Hä, nein, meiner ist näher. Das zweite, oder habe ich gerade das zweite Häuschen verpasst? Das zweite Häuschen, das ist ja richtig. Das eine, diese Linie, die ist ja am ersten Häuschen nah dran. Nein, die Linie ist am zweiten Häuschen. Da bin ich jetzt gar blöd, warte. Ich schau mir das nochmal an. Boah, ich komme mir aber gar... Die Linie ist ungefähr zwischen, aber LOL! Nur am zweiten Häuschen. Alter, wie viele Polizisten sind hier? Verpiss euch! Ich fahre gerade Strecke und explodiere! Oh mein Gott. Du bist explodiert? Ja, ich fahre gerade Strecke und explodiere einfach. In der Luft? Nee, auf dem Fußweg, keine Ahnung. Ich hatte auch Polizisten, aber vielleicht haben die abgeschossen, keine Ahnung. Ja, da ist schon irgendwas getroffen, irgendwie so ein Ding, was du nicht gesehen hattest. So ein Pfeiler oder so, weiß ich was. Und muss jetzt mal ein Auto mir besorgen, weil sonst wird's bitter. Auto. Ich bin auch weg. Kevin, ich war näher. Das wird näher. Ja, ja, okay. Ich glaube dir, dass du näher warst. Ich check das dann nochmal mit dem Auto gegen. So, steig bei mir gerne mit ein. Ich hab schon ein eigenes Auto. Oh, bei dir kommt natürlich eins. Aber das ist echt, das ist Boccia, Freunde. Nicht nur alte Leute mögen dieses Spiel, weil es halt gemütlich ist und dann da frischen Luft stattfindet. Oh nein, jetzt regnet es auch noch. Jetzt schlittern sie besonders. Sondern auch die jungen Spunte spielen dieses Spiel im GTA-Style. So, komm rein hier. Wow. So, oh, meiner hat sich waagerecht hingestellt. Okay, alles klar. So, jetzt will ich erst mal prüfen. Sag mir, wo deiner stand. Ja, mach ich. So, ich muss sowieso in die Richtung um. Ich hole mir kurz. Holst du jetzt ein Flugzeug dahin oder was? Ja, ich hole mir jetzt den Cargo. Ja, Cargo, was sag ich da? Den. Alter, dein Flugzeug steht immer noch. Dein eines auch. Und man braucht Titan gar nicht. Also, man braucht den gar nicht bestellen. Der spawnt immer die ganze Zeit so. Ja, meiner. Mittlerweile. Mittlerweile haben wir ein gutes Level erreicht, Dena. Meiner war hier so. Und das ungefähr ist ja die Ziellinie. Ach, da ist das Haus. Okay, das ist doch relativ mittig, ne? Ja, und deins ist ja... Ja, dann warst du näher dran. Meiner ja, war eher hier so. Hab ich nur gerade vertan, alles ja. Klar. Meiner war nämlich fast parallel zu dem Haus. Oh, Junge! Und deins war hinter dem Haus. Shit!
So, stellst dich wieder dahin? Ja. Alles klar. Jetzt muss ich nur noch kurz einmal wenden. Es ist regnerisch. Ganz gefährlich, Freunde. Dann musst du dir noch mehr Weg einplanen, weil das Ding schlittert dann wahrscheinlich ein bisschen länger. Oh, Alto Belli. Und der Wenderadius. Ich komme nicht auf den Wenderadius klar. Ah, ich bin gespannt, Kev. Ich fliege ja wie eine Grütze. Das stimmt in der Tat. Oh. Okay, ich versuch's einfach so. Hopp! Komm, okay. Ah, scheiße! Ich hab den Aussteigweg nicht bedacht. Oh! Ja, ich konnte Fahrschirm zünden! Ich lebe. Oh, der ist gut gelandet, der ist sehr gut. Wie war der linienmäßig? Zählt die Linien auf ihrer gesamten... Der ist perfekt auf der Linie, guck dir das an! Ja, aber zählt die Linie auf ihrer gesamten Breite? Ja, zumindest so. Alter! Weil der ist genau auf die Linie, aber ich meine, das kriege ich ja auch hin. Alter! Man muss ja nur gegen das Ding schießen. Ja, aber ich bin ja waagerecht gefahren. Ich bin ja nicht, der ist ja dahin geschlittert. Ja, Der hat sich vielleicht dann gedreht, aber ich bin auf jeden Fall so länglich geflogen. Wollen wir vielleicht sagen, dass nur dieses mittlere Stück zählt hier und dass ab da wieder die Entfernung ist? Okay, wir können... Ey, das wäre jetzt ja fies, ne? Das ist eine Meisterleistung hier gerade. Na, das ist ja Glück. Ich meine, ich zeig's einfach, ich fliege genau nochmal darauf. Aber hat sich das Flugzeug gedreht, das nicht Dings da? Ja, das Problem ist bei der Sache, Cap, man bleibt ja dabei liegen, weil du bleibst ja daran stehen. Das Wrack bleibt ja da stehen, weil das ja so ein kaputtes Ding, weil es ja eine Wand aber ist. Aber der ist doch gar nicht dagegen gefahren, der ist doch so daran vorbei geschlittert. Nein, der ist genau dagegen geschlittert. Hä, aber ich bin ja so nicht geflogen. Ja, der hat sich in der Luft gedreht, als du ausgestiegen bist. Jetzt weiß ich, ja, aber ist das jetzt mein Fehler, oder? Ja, aber ich meine, die ganze Linie, guck mal, sie geht ja noch irgendwann nach ganz hinten durch, die kann man nicht so weit durchziehen. Das ist der Punkt, weißt du? So meinst du das? Deswegen lass nur dieses Mittelstück nehmen, okay? Das ist ja jetzt ja blöd. Das ist ja super blöd. Okay, und ich würde sagen, dein letzter Versuch oder nach mein letzter Versuch? Okay. So, ich habe Polizei, aber ich werde trotzdem beobachten. Ich komme runter. Ich seh dich. Oh, viel zu nah. Ja, gut. Okay, gut, dass du mal hochgezogen bist. Der war ja außerhalb. Ich fand ihn toll. Alle. Ich fand den Versuch toll. So, ich muss mich leider ein bisschen bewegen. Ich schau mal, ob ich Lester anrufen kann. Vielleicht entlastet der Kollege mich hier ein bisschen. Oh, Kacke, ist nicht schwer. Ich bin aber ungefähr auf gleicher Höhe. Also, wenn du meinen Namen siehst, dann. Ich dümpel ja die ganze Zeit so rum. Ja, okay. Fahndungslevel ist weg. Alles klar, ich stehe genau an der Mittellinie. Ja, ja. Das Ding brauchst du zum Wenden, solange erstmal man nochmal fliegen muss. Ja. Man schätzt das mal kleiner ein, ne? Naja. Und dann ist es doch. Riesig groß. Jetzt kommt's. Also ey, ich sag, wenn ich diesen... Das war der Wahnsinn, also... Das war so ein geiles Brett. Ohne Witz. Ja, aber ich weiß nicht, ob meine Erinnerung falsch ist, aber du bist eigentlich fast genau da abgestürzt und bist dann nur ganz kurz halt geschlittert und dann... Ja, das, wenn man wirklich den Punkt sieht wie beim Botscher, dann wäre ich ja weiter weggeschlittert, ne? So. Okay, der Dena ist da und... Man sieht, er steigt aus, langsam. Nein, es zieht zurück, oder? Nein, er dreht nur nach vorne! Oh mein Gott! Wo ist er? Da vorne! Der kommt richtig gut! Oh, ja! Und? Ach, Kacke! Nee, aber wieder war... Nee, ein bisschen dahinter. Schade. Schade. Aber bislang führst du ja so oder so. Das heißt, jetzt kommt finaler Versuch. Nee, du hast noch einen und ich habe auch noch einen. Danach und da hast du noch einen. So, machen wir doch fünf? Ja, fünf. Ja, okay. Ich habe jetzt das Konzept des Cargos. Ich glaube, das ist ein bisschen übereilt. Oder überarbeitet, weil... Mit dieser Taktik, die Dena gemacht hat, die war so gut. Guck mal, der liegt immer noch. Der despawnt auch einfach nicht. Ist wirklich so, der despawnt einfach nicht. Ja, ja. Alter! Was denn? Ich wollte über dich rüber. Das hat mich irgendwie runtergezogen. Ja, ja, genau. Das liegt am Wetter. Und ich so magnetische Anziehung, Alter. 7000 kassiert, yeah. Not fair. 7000 und ich versuche es direkt. Okay, ich bin viel zu weit weg. Ich fliege ja wie eine angesenkte Sau. Also ich fliege richtig schlimm. Du wirst den letzten Versuch gleich also nach dem parallel machen. Gleichzeitig, okay, alles klar. Kriegen wir hin, das kriegen wir auch hin. Oh mein Gott, also das Flugzeug kommt richtig ins Strudeln. Ich glaube, das liegt echt am Wetter, oder? Kann sein, ja. Wir haben uns das perfekte Wetterchen ausgesucht. Und das Flugzeug ist sowieso immer so ein bisschen im Strudeln. Das ist ja dieses Flugzeugding. Oh, ja, hier ist es schon. Oh, und raus! Oh ja, ich sehe das Flugzeug da oben. Das ist aber richtig weit hoch, ne? Mein Gott, ja. Als ob du von da aus einschätzen kannst, dass es richtig fliegt. Keine Ahnung, ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich bin. Wo landet es? LOL!
das Board. Das fliegt da. Das fliegt immer weiter, oder wie? An der Seite des Flugplatzes, Alter. Ja, da hinten. Das ist ja weg, bis zum geht nicht mehr, lol. Was war denn das? Oh Mann, was war das? Oh, du willst da fragst du den Richtigen, was war das? Komm, beide jetzt wieder so ein schwaches Flugzeug oder ein Cargo? Ich nehme einen Titan. Ja, meine ich ja, Titano. Komm schon. Ich gehe hinter dir, weil ich glaube, der müsste ja direkt neu spawnen eigentlich. Könnte gut sein. Es spawnt ja so schon die ganze Zeit. Ah, die hässlichen Bullen. Ey, schade, dass der so schnell spawnt. Früher war es immer so ein richtiges Highlight, wenn man einmal so ein Ding hatte. Ja. Aber das war nur, weißt du, wo wir ein niedriges Level hatten? Wo die Leute extra hergekommen sind und dann wie gesagt haben, oh, wie kriegen wir das? Ja, ich war überhaupt, als wir noch so ganz am Anfang mit Broken Sums, als wir einmal gefahren sind, auf einmal war ein Titan, ist hinter uns auf der Autobahn geflogen. Das war für uns richtig so, wow, oh mein Gott, was geht hier ab? Und mittlerweile kennt man so halt, was die ganzen Sachen, die so passieren und so. Ich fahr mal ein kleines Stück zurück und wieder nach vorne, denn ich will ja auch ein Cargo haben. Na, spawnt er? Das ist die Frage. Es war eigentlich schön, ich auch. Nee, ist jetzt Polizei hinten drin, da ist keiner. Ich schau mal, ob in einem anderen Hangar vielleicht ein Cargo ist, weil da müsste ja auch einer spawnen. Der automatisch spawnt er nur da. Nee. Nö. So ist es nicht. Lol, ich ruf einfach trotzdem nebenbei. Ruf an, dann kommt er. Pegasus an und. Also kein Thema. Und haben wir hier ein Cargo? Na? Haben wir nicht Titan. So, 200 Meter hat es gekostet und der steht da hinten, wo er stand. Das einzige Szenario, was da noch sein kann, dass jetzt einer, ein anderer spawnt, dann die spawnt halt mein Bestellter, aber dann habe ich jetzt trotzdem meinen. Ja. Haben. Oh mein Gott, Alter, man schlittert so heftig bei. Das muss ich sagen, haben die hinzugefügt bei der PlayStation. Man schlittert unfassbar. Lol, der Flugzeug. Ich fliege im Kreis mit meinem Flugzeug Titan, yo. So. Zack, schnell aussteigen, schnell rin und dann geht's los, Dena. Und dann startet die Maschine. Alles klar, dann geht's los. Last try. Bisher kriegst du den Punkt. Ja, ein paar gute Abschlüsse. Nee, deiner ist näher dran, der eine. Ach, der meinst du, der da an der Wand lag? Ja, der ist ja selbst, wenn du von der Wand misst, aus näher. Ach so, ich dachte, der zählt nicht, weil der du meinst Wand. Der ist nicht so weit. Ja, der zählt trotzdem. Ach, der zählt nicht als ganz Mitte, aber der zählt genau. Als... Das Glück ist auf meiner Seite, Freunde. Sozusagen diese ganze mittlere Straße, sozusagen das Gebiet, wo man näher am nächsten dran sein muss. Ja, verstehe ich, alles klar. Das heißt, ich bin jetzt da, ich wende jetzt und dann geht's los. Auf welcher Seite wendest du? Keine Ahnung. Da hinten irgendwo. Ja. Okay, ich hab den richtigen Winkel. Aber ich noch nicht. Ich seh's. Kacke. Darf ich? Meinetwegen ja. Oder wollen wir nochmal durchfliegen beide? Okay, hast du mal Glück gehabt. Aber das war so gut, der wäre so geil gekommen, also wirklich super sexy. Ja, wahrscheinlich, das war der Versuch, von nur mir zuliebe, damit wir gleichzeitig, Er wäre unglaublich gekommen. Der ist nett gekommen, von dir, Kev, der ist nett von dir. So, er wäre unglaublich gekommen. Ich fahr extra ein bisschen weiter aufs Meer, weil ich... Kann gut sein, dass dieser eine letzte Flug hier die ganze Challenge entscheidet, die jetzt kommt hier. Das wäre sogar ganz geil, wenn das so wäre, das macht man immer ganz gerne. Okay. Ich bin auf rechter Höhe und es geht los. Okay, ich sehe dich. Ich bin direkt hinter dir. Ich sehe es davon. Boah, ich bin auch sehr gut gewendet. Jetzt gehe ich schön hoch. Oh. Schön hoch. Raus. Und nein, runter. Zu weit. Und ich bin raus. Ich hoffe, meiner fliegt noch ein bisschen. Oh, da kommt meiner. Meiner kommt, das ist meiner. Das ist, Alter, der ist gar nicht geflogen, meiner. Meiner ist da hinten. Meiner ist im Zweifel, glaube ich, näher explodiert, weil hier explodiert ist. Ja, deiner ist näher und vor allem ist hat der gewonnen, der erste von dir, der dagegen ist. Das war halt ein Meisterwerk. Der hat gewonnen. Freunde, das war eine Challenge, die wir wirklich damals mal gemacht hatten. So eine richtig coole Revival-Challenge. Einfach mal wieder was Neues kennen. Leute, guck mal, wie nah ich weit ich fliegen kann. Yeah. Ja, guck mal, was ich auch machen kann. Guck mal, ey. Du schlägst mich nicht. Hallo? Mach doch, juckt mich nicht. Ha. Oh, fuck it. Boom, boom. Ha. Und? Schlag mich doch. Komm her. Guck mal. Boom. Ey. Der Sprint deines Lebens. Ha. Bam. Bam, nein. Ich
Tschüss. Nein, so knapp. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, drückt einen Daumen hier oben. Schaut bei mir was anderes vorbei. Ihr seht in 2 Tagen die nächste Folge GTA Online Action bei uns beiden. Es lohnt sich definitiv, beide Kanäle zu abonnieren bei Dena. Da gibt es auch noch fantastischen andere Videos und Videoprojekte zu sehen. Das heißt, dort auf jeden Fall vorbeischauen. Bei Kev gibt es auch andere Sachen. Schaut vorbei. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, Leute. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge GTA Online. Macht's gut. Ciao.